Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ich habe gerade noch Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm. The Legend of Zelda Twilight Princess HD. In der letzten Folge haben wir das Masterschwert erhalten, damit uns wieder in einen Menschen verwandeln können und haben jetzt die Fähigkeit, uns in einen Wolf zu verwandeln. Das ermöglicht uns einige Fähigkeiten, unter anderem können wir jetzt, wann immer wir Lust drauf haben, uns warpen. Und das alleine ist schon super, weil wir haben so einiges, was wir noch abklappern wollen. Und daraus werden auch die nächsten die nächsten Folgen jetzt erstmal bestehen aus mir, wie ich an Orte zurückkehre, wo ich schon war. Wo ich schon war, meine ich. Weil ich nämlich schauen möchte, ob da noch irgendwas versteckt ist, wo ich jetzt mit dem Greifhaken hin kann. Insbesondere, weil ich halt von vielen Stellen weiß, wo ich jetzt wieder hin kann mit dem Greifhaken. Ach ja, ich sollte wieder zum Mensch werden. Hier habe ich keine Ahnung, ob da jetzt wirklich irgendwas ist, wo ich jetzt hin kann. Aber ich möchte da gerne mal vorbeischauen, weil ich mir nämlich vorstellen könnte, dass da etwas ist und deswegen gehe ich dahin. Ansonsten gibt es ja auch einige Stellen, wo ich schon weiß, dass da was ist, wo ich hin kann mit dem Greifhaken. Und unter anderem lege ich mal meine ganzen Sachen wieder so um, wie ich es gewöhnt bin. Machen wir das tatsächlich mal so. Es werden jetzt vermutlich die nächsten zwei Parts wieder zwei Parts sein, in denen ich eigentlich nichts erreiche, sondern mich nur umsehe. Aber hey, ich habe es angekündigt. Und vermutlich werde ich auch in vielen dieser Parts nicht wirklich vorankommen. Einfach, weil ich halt erstmal schauen muss, wo jetzt hier überhaupt was ist. Unter anderem, falls sich jemand fragt, wohin gehe ich jetzt überhaupt? Ich möchte nochmal hier in die Wassergebiete hier im Waldschrein gehen. Weil ich mir nämlich vorstellen könnte, dass da unten Sachen versteckt sind. Okay, hier jetzt nicht, aber ist da unten was versteckt? Nee. Truhen würden hier angezeigt werden. Wo ich in erster Linie interessiert dran bin, ist der Bossraum. Weil da war nämlich ein riesiger, bodenloser Tümpel. Und ich möchte schauen, ob da jetzt irgendwas ist oder ob das einfach nur ein riesiger, bodenloser Tümpel ist. Das würde mich nicht überraschen. In dem Fall mache ich die Folge einfach so viel länger, wie ich es brauche, um dahin zu kommen. Hä? Da oben bitte. Danke. Und danke. Ach komm. Ach komm. Hätte man mich nicht ein bisschen weiter vorne absetzen können, wenigstens. Und hoch da. Okay, da muss ich jetzt genauer schauen, wo ich mich absetze damit. Das heißt, einfach loslassen bringt hier noch nichts. Hier aber. Okay, und da oben hin bringt es mir auch nichts. Es beunruhigt mich, dass ich hier auf der Karte Gift dort eingezeichnet sehe, obwohl da eigentlich Wasser war, als ich hier zuletzt war. Es ist Wasser. So, und dann schauen wir jetzt, ob das irgendeine Bedeutung hat oder nicht. Weil ich nichts Besseres zu tun habe. Nope.
Ach, schade. Wäre auf jeden Fall ein sehr cooles Versteck gewesen. Jetzt wissen wir wenigstens, hier gibt es nichts zu schauen. Immer noch schade. Was ich gar nicht erwähnt habe, ich habe das Spiel leiser gestellt, weil ich offenbar immer noch deutlich zu laut war. Dort konnte ich das wechseln. So, mir fällt gerade ein, ich muss ja jetzt neuerdings auch diese Seelen suchen. Ich denke aber, das werde ich hier... Ich denke, diese ganzen Irrlichter, genauso wie die Insekten, werde ich irgendwann einfach offscreen in großen Folgen suchen. So. Was wir aber auf jeden Fall einmal machen werden, ist um komplett Hyrule rumreiten, weil es könnte da Orte geben, wo echt was versteckt ist. Ach, was soll's, wo ich schon mal hier bin. Wie gesagt, es ist mal wieder eine lange Folge, in der ich Hyrule absuche. Ich vermute, diese und die nächste Folge werden halt jeweils 30 Minuten sein mit mir, wie ich mich umsehe. Ich denke, wenn ich irgendwo... Ja. Ich werde auch die Irrlichter einsammeln, einfach wenn ich dran vorbeigehe. Macht keinen Sinn, sich die aufzusparen für irgendeine Alles-Einsammel-Art, weil ich halt diesmal es nicht machen möchte, dass ich im Internet einfach nachschaue, was ich machen muss. So. Dann gehen wir hier hoch. Schauen hier rüber. Und können wir darüber rutschspringen? Nein, aber was wir machen können, ist uns an dieser Stelle in einen Wolf verwandeln und dann darüber springen. Fällt mir mal gerade so auf. Ein bisschen schneller mit der Lampe wedeln. Das ist auch ein Satz, von dem ich nicht gedacht habe, dass ich mal sagen würde. Da fällt mir gerade mal ein. Kann man die Wand eigentlich, sprengen? Ich meine, sie sieht brüchig aus. Nope. Auch wenn da laut Minimap was auf der anderen Seite ist. Hallo. Du erhältst eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen besiegter Geister findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Yay. Dann hüpfe ich einfach weiter durch. Und weiter. So. Dann werden wir wieder zum Menschen. Und schauen nochmal hier durch. Autsch, das war eine Bombe und keine Lampe. Ah. Ich weiß, das hier sind immer so die langweiligsten Zelda-Folgen, aber... Ich möchte halt ausnahmsweise wirklich mal keinen Guide raussuchen, sondern das alles selbst finden. Deswegen hat man halt sehr viel einfach ziellos durch die Landschaft irren, irgendwelche Sachen versuchen, die gar nicht gehen.
Aua. Dann leb halt unendlich lang weiter. Ich möchte da lang schauen. Und zwar möchte ich gucken. Oh, fuck. Hier war diese eine... Das eine Herzteil versteckt, oder? Ja. Ich meine, hier war aber irgendwo noch eine Kiste in diesem Giftsumpf. Kann ich mich hier mittendrin zum Wolf werden? Und mich dann jetzt ganz schnell wegwarpen? Ach was, fangen wir direkt da an. Wenn ich mal verstehen würde, was diese ganzen Symbole darauf bedeuten würden, wäre das super. Also auf der World Map. Ich meine, wofür stehen die lila Punkte, wofür steht der weiße Punkt? Und so weiter und so fort. So. Ich bin hier unten. Das ist aber gut, weil jetzt kann ich endlich zu dem einen Stein da oben und heulen und zum Wolf werden. Nicht in der Reihenfolge. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es den hier auch noch gibt. Oder habe ich gerade schon irgendwo einen aktiv... Ach, da, ja. Den aktiven Wolf, ja, da. Okay. Dann halt erst... Es gibt da kein Portal hin. Natürlich gibt es da kein Portal hin. Mitten nach Hyrule-Stadt. Kann ich überhaupt in die Stadt rein mit dieser... Brücke. Ach nee, das ist nur Schloss Hyrule. Ah, du schon wieder. Hallo, Link. Ich habe Post für dich. Hier steht auch der Abtrünner. Thelma, sagt dir das etwas? Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Okay. Da. Hallo Link, im Moment befindet sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm so schnell du kannst. Meine Freunde werden sicher auch dir eine große Hilfe sein können. Also lass sie nicht zu lange warten. Wir treffen uns im Wirtshaus von Hyrule-Stadt. Yep, da müssen wir quasi plottmäßig jetzt als nächstes hin. Aber ich glaube, darum kümmern wir uns ein andermal. Erstmal holen wir jetzt alles nach, was wir nachholen können. Ich weiß, es ist nicht gerade sehr spannend. Eigentlich ist es ziemlich öde. Aber hey, einmal möchte ich es halt gemacht haben. Dann machen wir jetzt erstmal Hyrule Stadt. Und danach machen wir alles um Hyrule rum. Und dann suche ich irgendwann mal nach den... Heißt, dann habe ich Käfer, die ich abgeben muss. Fällt mir gerade mal so ein. Ja. Euch beide.
Aber ich habe volles Geld, deswegen wird es mir nichts nützen. Ja. Da möchte ich nicht rein. Ich möchte hier... Geht's hier lang? Ich überlege gerade, kann man sich hier direkt hin teleportieren? Nein. Da ist. Zum Wolf werden. Weil davon hätte ich's dann überlegt, ob ich hier mich mit dem Quellwasser hin teleportieren kann, aber nein. Sehr viel einfacher, so nach den Dingern zu suchen. Kann ich mit euch reden? Nein, aufheben kann ich euch nur als Mensch. Okay. So, das war jetzt meine dritte Geisterseele, glaube ich. Und da ist er. Wieder begegnen wir uns. Die nächste okkulte Kunst, die ich dich lehre, ist die beste von allen. Allerdings wird sie dich enorme Kraft kosten. Sorry, ich krieg gar nicht dieses Rollen mit der Stimme hin. Willst du diese Technik trotzdem erlernen? So soll es sein. Aber zuvor zeige mir, ob du den Rundumhieb beherrschst, den ich dich letzte Mal gelernt habe. Oh, Moment. Da hast du's. Sehr gut. Du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die vierte okkulte Kunst. Der Helmspalter. Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit dem Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit einer Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. So schwingst du von oben, kommt dein Schwert über dem Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn herabsaust. Okay. Das ist der Helmspalter. Versuch's mal. Jupp. Läuft ganz gut. Was machst du denn? Direkt nach dem Helmspalter hast du die beste Chance für einen erfolgreichen Angriff. Okay. Das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke mit A anzugreifen. Okay, mit A. Damit hast du die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt. Yay! Nun gibt es noch drei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwerkampf, nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Bis zum nächsten Mal. Okay. Wo ich dann jetzt gerne mal hingehen würde, ist diese eine Star Challenge oder wie sie hieß. Das ist auch nicht möglich. Wie komme ich da dran? Okay, es sah aus, als könnte ich mich daran hochziehen, aber nein.
Tja, es wird wohl immer ein Mysterium bleiben. Oder zumindest vorerst ein Mysterium bleiben. Irgendwann werde ich es schon herausfinden. 20 Minuten schon, aber wie gesagt, es ist halt wieder nur so eine reine Erkundungsfolge, deswegen mache ich es 30 Minuten lang, muss ich wenigstens nur 2 Folgen dafür verschwenden und nicht direkt 3. Okay. Und da vorne rechts rein. Und ihr sagt mir nicht, ihr habt zu. Nein. Ah, mein junger Freund. Du willst auch sicher die Herausforderung annehmen, oder? Es kostet dich nur 10 Rubine. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit hier einfach durch die Gegend... Ja. Ich hab's geschafft. Unmöglich. Das ist ja fantastisch. Ein neuer Star wird geboren. Und einen Preis bekommst du natürlich auch. Hier, bitte. Du hältst den großen Köcher in ihm, kannst du bis zu 60 Pfeile aufbewahren. Yes. Also gut. Der nächste Level wird speziell für dich entworfen und für niemanden sonst. Also besonderes Service für echte Stars. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Ein echter Knaller. Dann wirst du dir die Zähne ausbeißen. Okay. Das hat sich gelohnt. Und ich glaube, den nächsten Level werden wir es später machen können. Wahnsinn, da ist er ja. Na, ihr drei. Okay. So langsam macht ihr mir Angst. Okay. Ich werde dann mal weggehen. Gibt es hier sonst noch irgendwas in Hyrule, was ich machen wollte? Nicht direkt in Hyrule. Okay. Schauen wir mal, was brauche ich alles. Erstens habe ich hier noch 19. Von den Seelen. Zeigt mir dieser Punkt an, wo diese Seelen sind? Möglich. Na, nee, es zeigt mir an, wo die Schattenkristalle waren. Okay, bleiben wir direkt hier. Wobei, ich möchte mich einmal schnell nach dort unten warpen und den Stein abholen. Und dann fällt mir noch eine andere Sache, wo wir da rein, da dann lang gehen können. Nämlich erinnere ich mich noch an eine gewisse Stelle, wo wir mehrere von diesen Geistern sehen sollten. So, zum Mensch werden. Da oben ist zum Beispiel schon einer. Aber den meinte ich gerade noch nicht mal. Und da oben ist noch einer. Okay, ich werde mich hier gleich als Wolf umsehen. Und da ist noch einer. Ah. Aber erstmal heulen. Bitte zuhören. Okay. Da, 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 da. Okay, da geht's noch einmal runter.
Und los geht's. Das ist dann Nummer 5, wenn ich mich nicht irre. Oh. War das sonst auch schon immer da, diese Säulen? Oder? Es kann doch nicht sein, dass ich bis jetzt noch nie gesehen habe. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Okay. Tja, erstmal schauen wir uns jetzt hier um. Okay, ich glaube, das ist ein wenig außerhalb unserer Reichweite fürs Erste. Und zwar gehen wir zuerst hier rein. Das war nämlich dieser ewig lange Tunnel. Und stell dich doch hier nicht immer um, blöde Minimap. So, und jetzt kann ich es ja hier nochmal überprüfen. Okay, meine aktuelle Map wird mir gar nicht angezeigt. Und hier sind unten keine Geister markiert. Weißt du was, wo ich schon mal hier bin? So. Und damit hätten wir das auch geklärt. Dann wollen wir mal wieder zum Wolf werden. Und ab geht's. Au. Au. Und hallo. Und da haben wir eine Geisterseele. Und wenn ich mich nicht irre, waren hier noch zwei oder drei weitere. Diesmal ignoriere ich dich einfach. Und weiter hier lang. Und weiter da lang. Ah, wo ist denn hier der nächste? Au. Also ich weiß, am Ende gab es noch einen und vorm Ende gab es noch mindestens einen. Da ist der vorm Ende, dann noch der ganz am Ende. So. Nope, hochziehen. Und die nächste. Geisterseelen sammeln ist lustig. Ich muss demnächst auch wieder die Insekten sammeln. Ich meine, ich vermute, dass es noch größere Geldbeutel gibt als den, den ich jetzt habe. Und die dritte Seele. Yay! Was machen jetzt schon wie viele Seelen? 6? Ich komme voran. Okay, ich setze dann an dieser Stelle mal einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.